Das 30. AWK 2021 unter dem Motto Turning Data into Sustainability wird sich mit der Frage beschäftigen, wie wir Nachhaltigkeit in unseren Wertschöpfungssystemen sicherstellen. Und da ist die produzierende Industrie natürlich ein ganz wesentliches Element. Und wir werden hier erfahren von vielen Industrievertretern, von der Forschung, von Expertengruppen, wie denn die richtigen Schritte sein könnten, um diese nachhaltige Wertschöpfung zu realisieren. Und dafür steht das AWK in diesem Jahr und ist damit auch ein wichtiges Element, um einen Perspektivwechsel in der Produktion zu erzeugen. Ökologischen Footprint verbessern, sozialen Footprint verbessern und sogar den Governments, den regulatorischen Footprint zu verbessern. Das alles sind die Elemente. Und in dieser Ganzheitlichkeit sind wir, glaube ich, auch hier in Aachen mit dem AWK noch nie angetreten. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, bei denen diese Vernetzung nach vorne gebracht wird. Denn wir glauben nicht nur eine spezifische Lösung anbieten zu können, sondern insbesondere die Leute dazu zu bringen, miteinander zu arbeiten und mit guten Ideen aus dem AWK direkt in ihre Unternehmen hineinzugehen. Wie bringen wir endlich die Digitalisierung so weit, dass wir auch einen Nutzen ziehen können, also die Transparenz schaffen müssen. Und das Thema Nachhaltigkeit wird uns die nächsten Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen. Wir gucken nicht nach hinten, was funktioniert alles nicht, sondern ich glaube auch ganz wichtig, dieses Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeitsstrategien als Chance und nicht als Gefahr zu verstehen. Und ich glaube, das ist der Spirit, der hier im AWK wirklich auch gelebt wird. Kann nur im Verbund weiterentwickelt und gelöst werden, von den Lieferanten über die Hersteller bis zu den Betreibern. Und dieses Networking in Verbindung mit der fachlichen Kompetenz ist wirklich eine Besonderheit, die das AWK hat. Und dazu brauchen wir die Industrie und haben aber genau die Ideen aus der Hochschule, aus den Hochschulen, die wir in den Industriedialog bringen. Von daher ist es eine ganz wichtige Schnittmenge, die Aachen auch ausmacht. Daten spiegeln im Prinzip auf der einen Seite historische Daten wider, also Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Daten können widerspiegeln, was in der Gegenwart gerade passiert. Und Daten, wenn man sie miteinander richtig verknüpft, geben uns auch Möglichkeiten, in die Zukunft halt zu schauen. Für eine globale Bedeutung Daten, intelligente Datenanalyse und Nachhaltigkeit haben, für uns als Gesellschaft, aber auch insgesamt für die Wirtschaft. Und das beides miteinander sinnvoll zu verknüpfen, ist heute überaus deutlich geworden. Das hat mir extrem gut gefallen.